Hallo Leute, Peter hier von Fishing King. In diesem Video zeige ich euch, wie der Rapallaknoten funktioniert. Der Rapallaknoten. Wofür braucht man den Rapallaknoten? Ich selber als Fliegenfischer benutze den Rapallaknoten, wenn ich eine Fliege habe, die kopfbeschwert ist und ich diese Fliege mit Spiel fischen möchte. Das heißt, wenn die kopfbeschwert ist und die Fliege jiggen soll, also abtauchen soll, hochkommen soll, abtauchen soll. Dadurch braucht die Fliege oder der Köder viel Spiel. Und das erreiche ich, indem ich keinen Wirbel verwende, sondern halt eine Schlaufe, einen Schlaufenknoten. Und das ist in dem Fall der Rapallaknoten. Der Knoten hat seinen Namen von dem gleichnamigen Rapalla-Wobbler. Ja. Wenn man den Wobbler mit möglichst viel Spiel fischen möchte und auf den Wirbel verzichten möchte und das Stahlverfahren knotet oder Fluorocarbon knotet, dann kann man mit diesem Knoten den Wobbler so anbinden, dass der mit möglichst viel Spiel, ohne einen störenden Wirbel, mit Eigengewicht, unter Wasser läuft. Der Knoten ist ausgelegt für eine monophile Schnur von 16, 18 mm bis hoch zu 50 mm Durchmesser. Ich habe die Teile hier vorbereitet. Was wir brauchen, ist natürlich Schnur, eine Schere zum Abschneiden und in dem Falle jetzt den Rapallawobbler selber. So, ich habe jetzt mal ein bisschen schwarze Monophile genommen, ja, zur besseren Veranschaulichung. Der erste Schritt, den wir machen, ist, einen Überhandknoten 10 cm vom Anfang in die Schnur einzubinden. Das heißt, einen ganz normalen Überhandknoten, wie man den so kennt, in die Hauptschnur reinmachen. So. Dann gehen wir hin, nehmen in dem Fall jetzt hier den Rapalla Wobbler, gehen durch die Öse durch, ziehen die Hauptschnur nach, gehen mit dem Schnurende in die Öse rein. Ziehen das zu, ja, bis kurz vor die Öse. So, halten den Zeigefinger und den Daumen drauf. Jetzt winden wir mit dem Schnurende 4 bis 5 Mal um die Hauptschnur drumherum. So, 2, 3, 4 Mal. Dann gehen wir mit dem Schnurende durch die Öse durch. Und jetzt, wichtig, wie beim Clinchknoten auch, nochmal durch die entstandene Schlaufe zurück zur Sicherung. So. Jetzt nochmal aus dem anderen Winkel. Das Schnurende geht durch die Öse durch. Und jetzt, wie beim Clinchknoten auch, durch die entstandene Schlaufe wieder zurück. So sieht es jetzt aus. Dann, wie bei allen Knoten auch, ein bisschen mit Spucke anfeuchten und gleichmäßig zuziehen. Okay, jetzt sieht man, ich kann jetzt an der Schnur ziehen und die Schlaufe zieht sich nicht zu, die bleibt so. Ja? Und dadurch habe ich jetzt das Spiel in dem Wobbler. Hier habe ich das Spiel. Jetzt kann der Wobbler sich frei bewegen und kann uneingeschränkt laufen. Ja? Das Schnurende schneide ich jetzt natürlich noch ab. Also 3, 4 mm. So, und das ist der fertige Rapallaknoten. So, ich mache jetzt mal zur Veranschaulichung eine Fliege und eine andere Fliege, jeweils mit einem Clinchknoten und eine mit einem Rapallaknoten, um den Unterschied zu sehen, wie das Spiel der Fliegen dann ist. So, hier mache ich jetzt einen ganz normalen Clinchknoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das reicht jetzt hier. So, wieder zurück. So. Abschneiden. So, hier kann man jetzt gut sehen, da ist kein Spiel an der Öse. Ja? Da ist kein Spiel an der Öse. Das heißt, die Fliege bewegt sich starr mit und hat nicht dieses schöne Spiel, was die Fliege haben könnte bei der Kopfbeschwerung. Ja? Mhm. Jetzt zum Vergleich nehmen wir die andere Fliege, ähnlich. Mit dem Rapallaknoten. So. Eins, zwei, drei,
viermal drum. Ja, der Knoten erscheint anfangs etwas schwierig, aber wenn man ihn ein paar Mal geübt hat, dann geht er selbst bei Dunkelheit relativ einfach von der Hand. So, kurz befeuchten. Vernünftig anziehen. So, abschneiden. So, und jetzt sieht man den Unterschied. Hier kann die Fliege sich schön in der Schlaufe frei bewegen, was die hier nicht kann. Ja, das ist der Unterschied vom Rapallaknoten. In der Praxis ist wirklich ein großer Unterschied. Ja, also ich benutze ihn tatsächlich relativ oft, wenn die Fliege Streamer, Kopf beschwert ist, um das zusätzliche Extraspiel zu ermöglichen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Gefällt mir-Button, abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Peter. Ciao.